Hallo und herzlich willkommen bei den Kruses. Wir haben mal wieder eine Fußball-Challenge. Schlag den Max. Wie ihr seht, wir sind schon optimal gekleidet. Die Lara hat wieder ihr Schiedsrichterkostüm an. Als heutigen Gast begrüßen wir unseren lieben Mauri. Grüßt euch, ich bin Mauri. Viele kennen mich auch als Tanja, Max, Oma Elke, wie auch immer, mit Perücken. Und heute bin ich dabei bei Schlag den Max. Werd natürlich gewinnen. Guten Tag, es ist mir eine Ehre, heute hier sein zu dürfen. Sind das deine Sponsoren? Kannst du denen sagen, sollen wir ein Paket nach Hause schicken? Ich trinke gerne Red Bull. Mach ich. Wir haben auf jeden Fall einen richtigen Ansprechpartner. Ob ich ihn schlagen kann heute bei Schlag den Max, das liegt natürlich auch ein bisschen an mir. Bist du gut drauf? Ich bin super drauf. Am Sonntag habe ich hier gespielt mit der Polizeimannschaft gegen Delay Sports. Und? 2-2. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. So Leute, wir kommen zu Spiel 1. Schnick, schnick, schnick. Okay. Ich habe doch gesagt, wir fangen. Mauri fängt an, zieht erstmal das erste Spiel. Doppelpass. Doppelpass. Um einen Doppelpass zu spielen, brauchen wir natürlich einen Anspieler. Ja. Und da haben wir uns wahrscheinlich die beste Fußballerin Berlins eingeladen. Ja. Herzlich willkommen. Aileen! Ja, also ich heiße Aileen, ich bin 33 Jahre alt, ich spiele seit meinem 5. Lebensjahr Fußball und aktuell spiele ich hier in Berlin bei FC Viktoria Berlin in der Regionalliga. Die haben wir schon mal dazu geholt und natürlich brauchen wir auch jemanden, der versucht, die Bälle zu halten, wie bei jedem Fußballvideo. Pro gehaltenem Schuss oder verschossenem Schuss von uns, von mir, gibt es 50 Euro. Und deswegen haben wir heute eingeladen den Jimmy. Herzlich willkommen. Hi, ich bin Jimmy, 46 aus Berlin. Kein Fußballer, kein YouTuber, kein Instagrammer und habe einfach heute irgendwie Spaß, die Bude trocken zu halten. Jimmy, spielst du bei Paris? Oh nee, ich war noch nicht bei Paris. Also, Mauri hat das Schnick, Schnack, Schnuck gewonnen, das heißt, Mauri darf anfangen. Wir werden auf jeden Fall Aileen anspielen. Sie wird den Ball ablegen und dann schießen wir schon aufs Tor. Mauri fängt an, los geht's. Oh, was? Ich hab einen Puffi gespart, aber egal. Oh, verschossen! Egal, 1-0. Ja, Puffi! Ich muss ihn motivieren, Leute. Oh. Verschossen! Komm gut! Ich kann noch gewinnen! Oh, getroffen leider. Oh, verschossen! Wenn ich jetzt treffe, habe ich gewonnen. Der Quatsch wird zu viel. Hallo! Zack. 1 geht an! The King! Wie ist es ausgegangen, so generell? Dort ist Glück. So Leute, Spiel 1 haben wir gemacht. Max hat gewonnen. Jetzt sind wir bei Spiel 2. Ich darf ziehen. Nee. Also, doch, eben hat Mauri gezogen. Ich bin dafür, du darfst das. Er darf wieder entscheiden. Ja. Wieder ziehen. Ja. Du darfst vorlesen. Ja. Ah, okay. Hochhalten. Das ist interessant. So Leute, wir sind jetzt bei Spiel 2. Was genau Sie machen müssen, Ball hochhalten. Ich zeige euch das mal. Ich bin nicht talentiert. Der erste Ball, zweite Ball, dritte Ball. Also, so. Dann so, ich versuche mein Bestes. Nee, nee. Ich versuche so, wie ich es kann. Ist gut, aber hochhalten heißt. Aber es ist doch hochhalten, nein, oder? Du musst in der Luft halten. Ja, das schaffe ich natürlich nicht. Es gibt 3 Bälle. 1, 2, 3. Wer am längsten also weiterkommt, hat gewonnen. Okay, wenn es losgeht, geht's los, ne? Ich muss pfeifen. Ja. Pfeifen. Nein, das war nicht so viel. Ja. Wie waren das? Ja, schieß dich da, du musst ich auch aufpassen. Nicht gezählt, Entschuldigung. 6 waren es, meine ich. Jetzt ist Mauri dran. Genau. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was war das denn? Jetzt muss ich den kleinen Ball nehmen. Jetzt genau. Bin ich mit dem blauen dran, ne? Ja. Aber das ist ja. Ey, entspann dich schon. Ja, nee, ich bin Schiedsrichter. Genau, noch gib mir mal lieber so hoch. 2, 3, 4, 5. Oh! Ich sollte hier stehen! Geh doch weg von mir, ey. Das zählt nicht. Ja, aber du musst dich auch ein bisschen bewegen, dich wie eine Mumie warten, bis irgendwas das passiert. Ich hab's nicht. Ich hab's leider genutzt. Nein, ich kann's normal machen. Ich hab dich gefoult. Und zähl mit. Ja, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Das muss jetzt aber reichen, du. 1, 2, 3, 4, 5. Nein. Runde 2 geht an mich, ja. Leute. Also steht jetzt 1-1. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, okay. Aber zählt das? Ja, ja. Okay, schade. Mauri, letzte Chance. 1, 2, 3, 4. Ach, leck mich doch. Es war sehr knapp. Wir haben uns beide nicht mit Ruhm bekleckert. Die zweite Challenge zählt natürlich 2 Punkte, wie immer. Das heißt, es steht jetzt im Endeffekt 3-0 für mich. Wir kommen jetzt zu Challenge 3, zur letzten Challenge. Und die zählt natürlich 3 Punkte. So Leute, wir sind jetzt bei Spiel 3. Okay, es steht ja immer noch 3-0 für mich. Ja, wenn er jetzt... Das heißt, wenn ich dieses Spiel für mich entscheide,
dann habe ich die Schlag den Max Challenge gewonnen. Ach du Scheiße. Die Laras Beauty Quiz. Die Lara wird eine Frage stellen. Sobald wir die Antwort kennen oder denken sie zu kennen, werden wir uns umdrehen und versuchen, den Ball an die Latte zu schießen. Das ist sozusagen der Buzzer. Und wer zuerst die Latte trifft, darf auch antworten. So Leute, Frage Nummer 1. Was ist Baking beim Schminken? Was für ein Ding? Baking. Keine Ahnung, was Baking ist. Alter! Weiß ich nicht, Alter. Latte! Oh, Baking beim Schminken ist Pudern. Ja, kann man nehmen. Ja. Da kann man nehmen. Ich hätte gesagt, damit die Schminke danach hält. Was sagt ihr? Wenn du das nicht weißt, wer dann? Schatz, du bist der Schiri. Ja, aber ihr habt beide das fast gleich. Ja, aber ich habe als Erster getroffen. Ja, aber seine Antwort ist auch richtig so. Ja, aber wenn beide richtig sind? Ja, dann hat die beide. Nee, habe ich ja gewonnen, weil ich als Erster die Latte getroffen habe. Was hast du nochmal gesagt? Ich habe gesagt, damit das die Schminke am Ende fixiert und hält. Ja, deine Antwort ist richtiger als deine. Ja, lass mal deinen Tricks. Frage Nummer 2. Was macht man mit einem Setting Spray? Latte! Das ist ganz klar, mit dem Setting Spray, damit es so im Gesicht glänzt. Nee, das ist falsch, ne? Das ist ich falsch. Hab keine Ahnung. Das ist falsch so. Ja, Setting heißt ja, dass man eigentlich fixieren auch muss, aber ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, Setting Spray, damit das Ganze hält. Ja! Hab ich doch gesagt, fixieren! Achso, ist das Gleiche? Achso, ich wusste nicht, dann hast du den Punkt. Entschuldigung. Ich hab gesagt, fixieren. Achso, ich wusste nicht, dass es so heißt. I don't know. Frage Nummer 3. Nenn eine Art der dauerhaften Haarentfernung. Max, Lachs. Ja! Laser. Richtig! Erzählt. Ja. Frage Nummer 4. Für was kann eine Botox-Behandlung gut sein? Ja, ich würde schießen einfach. Ne? Ja, Junge, ja, das gibt's das doch nicht. Ja, sag mal. Hautstraffen. Da gibt's ja nicht nur Botox zum. Ja, Hautstraffen. Sag du? Wenn der Arsch größer ist. Was denn? Wer sich das ausgedacht hat, keine Ahnung, selber. Ah, man schwitzt weniger. Ja! Habe ich gerade. Darauf habe ich gewartet. Schwitzen ist so. Super. Frage Nummer 5. Was ist das? Das hatten wir letztes Mal. Das ist nicht der Analyse. Oh mein Gott. warte. Das nein, ist nein. Dings. So klein? Ja. Zeig mal. Sehr was? Da steht 8 Milliliter, 4 Milliliter. Was soll das sein? Ich hoffe. Wenn ich so lache schon. Also ich schieße, aber ich kenne die Antwort nicht. Ja, du darfst antworten. Ich habe echt gar nicht hinlaufen. Da machst du eine Flüssigkeit rein. Für was? Was für eine, woher kommt die Flüssigkeit? Was? Augenflüssigkeit. Nein. Da mische deine Schminke. Nein. Mit neuen Farbpaletten. Ein kleiner Schnaps. Nein. Achso. Das ist, wenn man seine Regel hat. Das schiebt man da oben. Woher sollen wir das wissen? Haben wir unsere Regel? Haben wir unsere Tage? Wieder steckt man. Ich dachte mal, da gibt es Tampons. Ja, die manche benutzen sowas. Ich würde sagen, dann haben wir jetzt ein Unentschieden für dieses Spiel. Wie lösen wir das? Also, wer zuerst die Latte trifft, hat gewonnen. Latte! So, die Lara ist ein bisschen kalt geworden. Ja. Schiedsrichter, deswegen hat sie ein bisschen die Jacke übergelegt. Mauri hat das Spiel gewonnen, hat als erstes die Latte getroffen. Das heißt, nach Spiel 3 steht jetzt 3:3. Was bedeutet, liebe Leute, wir brauchen einen Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. Nein, das hat nicht gewonnen. Er hat die Latte getroffen, also hat er gewonnen. Mauri darf ziehen. Elfmeter-Ass. Hey, 11 Meter Ass. Leute, ihr sucht euch aber auch immer Spiele aus. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Favorit bin, aber das kann ich immer ganz gut. Das finale Spiel ist 11 Meter Ass, aber natürlich auch da haben wir uns ein bisschen was ausgedacht, damit es nicht zu einfach wird, schießen wir mit einem Tennisball. Das heißt, jeder hat 3 Schüsse. Wer mehr trifft, gewinnt das Spiel und gewinnt Schlag den Max. So Leute, Spiel 4 fängt jetzt an. Oh, ich bin eingefroren. Wie kannst du so aufhalten? Also das war jetzt ein Tor, ich hab's nicht mehr. Ja, 1:0 für mich. Wow. Alter, das ist ja schon Weltklasse! Oh, der war knapp, aber der war guten der Tag war hält er den. Haha! Ja! Den hat er wieder rausgeholt. Herzlichen Glückwunsch, Max. Danke.
Mauri. Gut. War es ein würdiger Gegner, es war doch spannender, als ich mir erhofft habe. Aber im Endeffekt, auch bei der dritten Ausgabe von Schlag den Max, habe ich noch nicht verloren. Jimmy war natürlich im Tor und Jimmy hat in zwei Übungen, glaube ich, insgesamt 6 oder 7 Schüsse. Ich weiß es gar nicht genau. Das heißt 350 Euro. Ja. Ja, dann bitte. Walte deines Amtes. Rechne es nochmal vor. Du kannst aber, ich glaube, er glaubt dir auch, wenn du es ihm einmal gibst. 350. Wir bedanken uns recht herzlich bei Jimmy und auch bei Mauri, dass sie heute dabei waren. Wenn ihr auch dabei sein wollt, hier unten könnt ihr euch bewerben. Gerne einfach hinschicken. Vielleicht seid ihr das nächste Mal als Torwart dabei. Wir sehen uns sicherlich bei der nächsten Schlag den Max Challenge. Und willst du noch was sagen? Bis dann. Lasst gerne ein Like da, wie immer.